Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Gleich kommt unsere Trainerin und wir reiten Heino, also ich heute mal nicht, aber jemand kommt, um Heino zu reiten. Wir kriegen nämlich gleich Besuch von Nathalie. Ihr erinnert euch, im vorletzten Video oder so, nein, vor 3 Videos, glaube ich, hat Mia Noni geritten. Das ist Nathalies Pferd und wir haben heute gedacht, wir tauschen mal und Nathalie kommt zu uns und darf heute mal Heino reiten. Das wird bestimmt ganz spannend, unsere Trainerin kommt auch, ja. Also, wir sind ganz gespannt, wie das wohl läuft, ja, und nehmen euch wieder mit. Also, viel Spaß bei unserem Video. Ich glaube, ja, sind alle schon drin. Mensch, das ist ja schön. Sam soll nämlich auch gleich nochmal ausprobiert werden. Also der lahmt ja nicht mehr nach seinem Hufgeschwür jetzt. Und dann haben wir gesagt, kann Mia ihn mal mit ganz leichter Arbeit traktieren. Aber im Moment muss er sich erstmal den Hintern scheuern. Auch Sammy. Ich habe dir eine neue Fliegenmaske mitgebracht. So, Mia probiert mal, ob Sam wieder läuft. Also er läuft ja wieder. Aber ja, der soll heute mal anfangen mit ganz leichter Arbeit. Hallo. Und das ist jetzt da raus. Hä? Das ist nicht schlimm. Und Skoda habe ich schon fertig gemacht, den stelle ich jetzt nochmal in die Box, ne, Skodi? Und dann muss ich Heino putzen für die liebe Nathalie und dann bist du nämlich der Erste, der dran ist, wenn Lauren kommt. Ja. Für Nathalie und Lauren? Du redest wieder mit mir, ne? Hm? An die alten scheiß Fliegennerven, ne? Ich habe das wohl verstanden. Oh, du hast hier oben noch. Du hast da ja noch Stroh drin, Mausi. Dabei habe ich das schon durchgebürstet. Was ist denn hier los? Ja, fein. Supi. Läuft der normal? Oder nicht? Ja, wir reiten mal ein bisschen mehr vorwärts. Also ich sehe nichts mehr. Du? Aber wenn du da im Schnarchtrab durch die Gegend rennst, ne? Ich habe gesagt, ein bisschen Trab kann er ja ruhig mal gehen. Ja. Hallihallo. Da ist ein Nest. Warte, ich komme. So, Nathalie ist da und die hat gleich schon Bekanntschaft mit meinem herzallerliebsten Mann gemacht. Warum lachst du dabei? Warum ich dabei lache? Ja, natürlich bin ich. Weil ich dich schon seit ein paar Jahren kenne. Ich liebe dir doch. Ja, genau. Bis ans Ende meiner Tage, ich weiß. Ja, genau. Die Frau mit dem dünnen Pferd. Ja, das kriegt nie was zu essen. Genau, das war's. Hast du gut hergefunden? Ja, ist total einfach herzufinden. Ist, ne? Ja. Eigentlich ziemlich simpel. Ja. Ich habe in Vechta studiert, deswegen musste ich sowieso immer diese Strecke fahren und kannte das schon. Ah, okay. Echt? Hier fährst du dann lang? Hm, alles klar. Ja. Jetzt bin ich auch der Schlauer. Mia, was machst denn du da? Ach so, sieht ein bisschen ulkig aus. Mia hat heute einen kleinen Unfall mit ihrem Fuß gehabt. Oh. Deswegen hat sie keinen Stiefel an. Was hat sie gemacht? Hingeflogen irgendwie. So. Und das arme Schimmeltier wird heute ohne Sporen traktiert. Ja. Das geht gar nicht, ne? Ja, nee, das musste jetzt aber auch sein, weil der hat ja so offene Stellen. Nathalie, wir putzen ihn gleich zusammen. So, Mia, nimm mal die Zügel ein bisschen auf, dass er da nicht die ganze Zeit so rumrennt wie so ein... Jetzt musst du ihn hier treiben. Ja, natürlich. Da musst du ihn gegentreiben. So logisch. So, er ist aber ganz entspannt. Genau, macht er doch gut. So, dann parierst du gleich mal durch zum Schritt. So, wir haben nämlich eine Vereinbarung. Er findet das, oder er fand das früher, der Hund, irgendwann, doof, so da drin Half darauf machen und so. Und dann haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass wir mit ihn mit Leckerli, Leckerli rausholen. Smoky aus! Halt mal eben. Dich draufhalten? Ja. Hey! Na, geh mal zurück. Geh mal zurück. So. Und dann muss ich da erst einen Strick drüber machen, dann gibt's einen Bonbon und dann kann ich ihn aufheftern. Also es geht auch mittlerweile ohne, aber das... Ich glaube, wenn du reingegangen wärst, hätte er gesagt so... Nö. So, jetzt kannst du mal überlegen, ob das eine Tierärztin ist, weil dann haben wir gleich richtig ein Problem.
Feinolein. Ja, guck dir die mal an. Die ist ganz lieb zu dir. Weil hier als findet er total scheiße. Ach so. Findet er dann auch sofort auf. Hat er nee, Angst, für Chemiedizin hat es nicht gereicht. Was hast du denn studiert? So ein Combined Studies, Englisch und ach, Designpädagogik. Cool. Hey. Guck mal, da will sich jemand einschleimen. Das ist toll, ne? Der letzte Tierarzt, der hier war, der hat sich auch erst so eingeschleimt. Und er hatte keine Spritze in der Hand, nichts. Und dann irgendwie hat er gemerkt, so, okay, Tierarzt, und ist abgehauen. Da hat er sich bei mir losgerissen und ist nach draußen gelaufen. Ich bin kein Tierarzt. Keine Nö. Hm. Oh, ist auch das aber lieb von dir, dass du mich auch noch kraulst. So, also wir satteln jetzt Heino. Heino, du hast einen Kratzsack, ich krieg den Gurt nicht zu. Bist du dick, Heino? Das geht aber auch gar nicht. Krieg den Gurt nicht zu, Moppy. So. Bist du ein Mops? Hä? Bist du ein Mops, Heino? Heino ist ein Mops. Hör mal auf, nicht immer so krumm zu machen wie so eine alte Banane, ey. Hm, er möchte. Ja. Der weiß, dass du noch was in der Hand hast. So, unsere Trainerin ist jetzt aufgestiegen und reitet Heino jetzt erstmal, bevor Nathalie reitet. Und gucken wir jetzt erstmal, wie es mit Heino so läuft. Den habe ich anderthalbjährig gekauft. Mhm. Da war der 3 cm kleiner als jetzt. Und auch recht fertig. Bisschen schlanker so, also der hat noch gut ausgelegt, ne? Mhm. Aber alles andere. Ja, Nathalie, viel Spaß. Danke. Nathalie hat gesagt, sie ist bei Birgit immer die jüngeren Pferde mitgeritten. Okay. Also eigentlich mache ich mir keine Sorgen um Nathalie. Auch um Heino nicht. Aber vergiss nicht, die hat gerade ein Kind gekriegt, ne? Also das ist, wie alt ist der jetzt? 7 Wochen oder 8? 8. Sie sagt aber so, muskulaturmäßig ist das noch nicht so doll. Ja, klar. Aber da kannst du auch ein Lied von singen, ne? Und Nathalie, wie fühlt sich das so an? Achso, ja, sie trabt schon. Nee, lass einfach. Das ist nur, weil Ralf da mit den Hunden vorbeigeht. Die bellen aber nur so ganz kurz eben. Alles gut. Lenkung. Ja. Aber es war ja trotzdem schon mal ganz gut. Es ist nicht so, dass sie da planlos drauf sitzt und nicht weiß, was sie machen, dagegen tun kann. Ja. An diese Hand mit dem, du musst dann wirklich deutlich mit der äußeren Hilfe kommen. Hast du wahrscheinlich schon gesehen, dass Bote gerne ignorieren heute. Hast du einen Anhänger mit, Nathalie? Bitte? Ob du einen Anhänger mit hast? Soll ich mitnehmen? Ja, weiß ich nicht. Nicht, dass du nachher absteigst und ihn mitnehmen willst. Könnte passieren. Und ein bisschen besser breiten. Na, kriegen wir die Kurve nicht? Jetzt sagt er gerade, du kannst ihn. Wenn er sowas macht, stell ihm dann nach außen. Komplett nach außen. Okay. Bleib trotzdem dran innen, auf die Linie, was du haben willst, aber stell ihn dann wirklich eindeutig nach außen, dass er dann nicht über seine äußere Schulter dann wegrennen darf. Ja. Das ist eigentlich so sein Party-Trick, das macht er sehr gerne. Party-Trick. Sein Special-Effekt.
So nach außen stellen und dann dranbleiben innen. Ja. Er probiert es dann auch immer mal, wenn jemand anders drauf sitzt. Ja. Ne? Aber so im Grunde genommen, guck mal, jetzt sind 3 verschiedene Leute in letzter Zeit drauf gewesen. Das macht er wirklich artig, ne? Ich glaube, es ist ganz gut auch für ihn. Muss man ja auch mal ihm zugute halten, dass er das wirklich artig macht. Ja, das auf jeden Fall. Und was meinst du, geht, ne? Ja. Mit den beiden? Ja. Ja, er probiert das immer wieder. Was denkst du? Das ist Nina einmal ausdiskutiert. Ja, das weißt du, was ich für ein Problem hatte da oben drauf. Das ist wie so ein Schiff auf hoher See. Ich weiß ja nicht, ob ich das... Zum gemütlichen Sitzen ist das irgendwie noch nichts. Aber wird das anders lernen oder meinst du, das ist das so sein... Das ist 1000-mal besser als letztes Jahr. Okay, also wird das. Ich hatte dann letztes Jahr immer Rückenschmerzen. Echt? Mhm. Oh, okay. Ja, das ist nicht so toll. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich hier galoppiere. Aber das finde ich irgendwie komisch. Also ich finde den Galopp jetzt nicht total unbequem, aber es ist viel Bewegung drin so. Ja. Der hat dann auch. So ein Tipp für die Übergänge? Ist zum Schritt. Ja. Das kommt. Okay. Ja. Er macht sich gerne lang und gegen die Hand. Ja. Da musst du einfach nur festhalten. Okay. Lass erstmal los, wenn er den loslässt. Ja. Bleib dran mit dem Schenkel. ja, einfach dranbleiben. Okay. Wenn du dann mehrere Übergänge nacheinander machst, dann kommt er wirklich nur von dem Sitz. Du musst dann nur die Oberschenkel zumachen und dann er kommt zurück. Okay. Aber es ist dann immer am Anfang. Der mag sich gerne so ein bisschen abstürzen an deine Hand. Finde ich auch. Ist ausbaufähig mit den beiden, ne? Ja. Sonst ist der schlau. Ja. Manchmal hilft es auch, wenn du die Gerte nach außen nimmst. Das reicht schon. Also die Erfahrung habe ich jedenfalls letztes Mal gemacht. Das fällt mir unendlich schwer. Das ist, als hätte ich, weiß ich nicht, kriege ich nicht hin. Also festhalten vielleicht gerade noch, aber irgendwie in irgendeiner Form benutzen, dafür ist meine linke Hand nicht gemacht irgendwie. Als wenn du mit links schreiben müsstest oder so. Ja, obwohl ich ungewöhnter Linkshänder bin, aber das kriege ich einfach auf dem Pferd nicht auf die Reihe. Ich hatte einen Linkshänder. Ja. Ach. Ungewöhnter Linkshänder. Aber Lauren, das scheint mit dem Dressursattel jetzt doch wieder besser zu klappen, ne? Ja. Heute war er ein bisschen flämmig. Ich weiß nicht, ob das denn am Sattel liegt oder ob er dann einfach nur... Oder auch am Wetter. Ja. Weil die beide heute ein bisschen so waren, ja, ne?
oder weil er so oft geritten wird. Na, guck mal, aber selbst die Anlehnung wird jetzt besser. Ja. Achtung. Aber Anlehnung im Galopp geht jetzt auch schon mal, ne? Das ist jetzt schon besser geworden. Ja, finde ich auch. Das Einzige an der linken Hand, der mag sich dann sehr weit nach innen. So stellt sich weit nach innen. Also wir hatten ja bis vor einem halben, ja eigentlich noch länger, echt Probleme im Galopp mit Anlehnung. Aber das klappt ja jetzt auch schon immer besser. Das war ja jetzt eben auch gut. So, Heino, jetzt können auch andere mal auf dir reiten, dann können wir dich ja jetzt mal verkaufen. Da kommt gar kein Veto. Nö. Ich habe gedacht, da kommt jetzt... Was willst du? Nee, wenn, dann du. Und das machst du nicht? Doch, ich mach das so, wie das so Nein! Als Schlachtpferd. Ja, dumm gelaufen, ist nicht Schlachtpferd. Ist schon eingetragen. Nee, kann man nicht. Junge, die Sonne ist aber auch echt heftig im Moment. Aber nächste Woche gibt's schon wieder nur Regen, Lauren. Nö. Hab ich mir auch so gedacht. Na guck, der war doch schon ganz ordentlich, der Übergang. Ich glaube, für meine Puste reicht. Ja, alles gut. Ich glaube, für seine auch. Er hat ja vorher auch schon was getan. Also, wenn du willst, kannst du gerne mal ab und zu kommen. Ich habe da nichts bei. Ja, sehr gerne. Ist sowieso immer, finde ich, ganz schön, wenn man mal ein anderes Pferd reiten kann, außer sein eigenes. Kann immer nur gut sein. Deswegen finde ich das so schön, dass Mia so viele verschiedene Pferde reiten kann. Ja, der ist noch, obwohl Lauren sagt immer, der ist nicht viel breiter, Sam. Aber mittlerweile vielleicht nicht mehr, aber... Doch, der ist noch breiter. Du bist ein Feiner. Hat er artig gemacht, ne? Ja. Ja? Ja. Bleibt er stehen beim Absteigen? Okay. Weil bei mir dauert das ein bisschen länger noch. Ich glaube, du kannst da oben turnen und er würde dann stehen bleiben. Also stehen bleiben ist eigentlich eine seiner leichtesten Übungen. Ja, sich nicht mehr bewegen, genau. Ach, das stimmt ja nicht. Die allerschlechteste Seite hat er ihr nicht gezeigt. Das hat er aber schon hinter sich. Das, ja? Was er dann heute gemacht hat, das ist dann ja wirklich alles, was er macht, was dann ärgerlich oder ja, ein bisschen unerzogen ist. Ja, ist er, ne? Bist du süß? Ich sag ja, der ist total kuschelig, immer. Mama. Ja, die Kekse sind in meiner Weste, du musst einen Moment warten. Ja, guck mal eben. Die Kekse. Er nimmt auch Gras. Geil. Ja, du bist ein Heini. Mit dem Lecker. Ja, komm. Mama. Was? Was ist mit Smokey? Komm hier mal her. Ja. Ja, siehste. Das war ein Glückskauf. Den habe ich zusammen mit der Küchenmaschine gekauft. Nein. Zum Frühstück gehen oder nach dem Vanaraden gefahren. Sie wollen eine Küchenmaschine haben. Der war gar nicht geplant. Wir wollten ja gar kein Pferd kaufen. Den haben wir ja gekauft, weil er uns angeboten wurde. Und so nach dem Motto, Marion, du brauchst doch noch ein Pferd. Und ich so, nee, brauche ich eigentlich nicht. Und dann, ja, ich muss mal mit Marion alleine sprechen. Und Ralf so, nee, alleine bleibt sie hier nicht am Küchentisch sitzen. Ja, du, ich hab da doch noch so einen Fuchs. Und ich denk so, klar. Und dann hatten wir, ja, und dann, Donny haben wir ja auch so mitgenommen. Der sollte ja erst hier bleiben in Pension. Aber den konnte ich nicht mehr hergeben, weil das war so mein Herz. Das Pferd ist immer noch so. Ich finde, dass er lieber schwarz sein sollte, also Donny.
Nö, das sieht auch gut aus. Warum hätte der nicht schwarz bleiben sollen? Aber so Apfelschimmel sind doch auch gut. Ja, aber der wird jetzt ja, echt heller. Der wird komplett Ich zeig ihn dir gleich mal. Das sieht nicht gut aus. Ich war ja heute da. Aber so von der Sache her, er ist ja nie, kein Verkehrter, ne? Man sieht jetzt oder? Schon Flecken. Nein, nee. Nee. Nein. Könnte noch was draus werden, meinst du? Ich denke. Halt noch ein bisschen grün hinter den Ohren mit 9 Jahren. Der ist aber auch ganz spät angeritten und nicht viel mitgemacht, weil es einfach zeitlich nicht hinhaute, auch mit Mias Krankheit und so. Und dann, ja, wir sind jetzt seit 3 Jahren dabei und immer aber nur mit 2-3 Mal die Woche. Damit kommst du halt auch nicht ewig weit. Und er ist jetzt auch nicht so, dass er es einem leicht macht. Aber es wird ja jetzt langsam. Deswegen reite ich an der Longe. Aber du kannst ihn auch demnächst frei reiten, ja. Ja, aber dann funktioniert die Lenkung nicht. Doch, machen wir wieder 3 Dreieckszüge rein und dann geht das doch. Hä? Heißt das bei ihm auch Dienstschluss? Ja. Na, ich war weiß ja nicht. Nummer 6 oder was? Soldatisch korrektes Pferd. Er hat eine Plauze zurzeit. Na, es geht aber. Von hinten sehe ich keine Plauze. Echt nicht? Nö. Das ist schon in Ordnung so. Ach so, ja, oh, ich habe die Gamaschen von Skoda noch nicht weggeräumt. Na, sowas. Hallo, du stehst da wieder wie das Leiden Christi, ey. Ja, er ist ja auch. Komm, wir gucken den Bonbon. Dann gehst du rein und dann musst du erstmal Sam. Deine Sachen habe ich dir da vorne hingelegt, ne? Ach, danke. Nach Hause und Kind liegt mit Mann völlig ermattet im Bett, meinst du? Könnte sein, ja. Hast du ihn gehabt? Bett oder Sofa? Nee, meistens ist es so, wenn ich dann nach Hause komme und er die Tür hört, dann ist ganz schnell so, ich war gar nicht geschlafen, ich war wach. Skoda sagt, es könnte mal schneller gehen mit dem Essen. Kann er dann nicht schneller rufen? Ja, Mia, gib dir mal Mühe da. Hast du noch ein bisschen Wasser reingelassen bei dir? Nee, nein, wahrscheinlich nicht. Das kann man auch mit ein bisschen Wasser noch mal rühren, Fräulein. Hm? So. Du hast den Hund kaputt gemacht. Mach noch mal. Es ist Gott. Jetzt kommt der andere und will auch. Geh mal weg da. Oh, das ist gut, sag. Das ist richtig gut, ne, Davi? Oh, kann gar nicht mehr stehen. Die fällt gleich um. Du auch. Ja, er auch. Weil der legt sich gleich auf den Rücken und dann muss. Also ist oft so. Ihr rechnet nächste Woche ab? Ja. Wenn Mia dann ihr Pferd reiten darf, oder was? Ja, sie hat ja auch gesagt, das war ganz toll. Das erhöht den Preis natürlich. Ach so. Okay. Das verrechnen wir dann. Ja, genau. Tschüss. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Ja, freut mich aber, dass es geklappt hat. Ja, ich fand es auch sehr schön. Das ist schön. Es freut uns natürlich auch, wenn du Spaß mit unserem Pferd hattest. Und dann kannst du Sam dann demnächst auch nochmal retten. Vielleicht den Kreuzkrug oder so, müssen wir mal gucken. Dachte am Freitag. Ja, müssen wir mal gucken, ja, wie es so ist, welche Pferde wir mitbringen. Bin gespannt, was du zu meinem neuen Sattel sagst. Mhm. Genau. Stimmt. Und deine Mama wollte ja auch nochmal irgendwie. Ja, soll ich die mitbringen? Wenn die Zeit hat, bring sie auch mit. Weil das Nachmittag hat die Zeit eigentlich. Ja, dann machen wir das doch. Krass, das ja. Sehr schön. Genau. Okidoki. Dann wünschen wir dir einen schönen Abend. Schön, auch, dass du da warst. Schön, ja, dass ich da sein durfte. Und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche. Ja. Wenn du Montag nicht kommst. Ja, muss ich gucken. Genau. Ich denke, wir fahren Montag mit Sam. Ja. Ein bisschen was tun kann er. Stimmt. Ja. Montag, ja. Ne?
Genau. So, schön. Dann tschüssi. Tschüss. Tschüss. Nein. Doch, Bahnborste, stimmt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Abonniert uns und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Und wir würden uns total über einen netten Kommentar von euch freuen. Tschüss.